Wenn wir je verstehen wollen, was in der Finanzwelt gerade vor sich geht, dann müssen wir damit beginnen, Geld zu verstehen und wie es geschaffen wird. Deshalb werden wir diesen Prozess der Geldschöpfung hier untersuchen. Lassen Sie mich Ihnen John Kenneth Galbraith vorstellen. Er lehrte viele Jahre an der Harvard University und war politisch aktiv. Er diente den Regierungen von Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson. Neben anderen Aufgaben war er unter Kennedy Botschafter der USA in Indien. Er war einer der wenigen, der zweimal die Presidential Medal of Freedom erhielt. Ganz offensichtlich eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Über Geld macht er folgende berühmte Aussage: Das Verfahren, wie Geld geschaffen wird, ist so einfach, dass sich unser Verstand dagegen wehrt. Genau darüber wollen wir hier nun reden. Sollten Sie diesen Teil nicht auf Anhieb verstehen, machen Sie sich keine Sorgen. Das Entstehen von Geld ist eine wahrhaft bizarre Angelegenheit, besonders wenn man beginnt, darüber genauer nachzudenken. Es handelt sich hierbei eigentlich um einen sehr einfachen Prozess, der aber gerade vielleicht deshalb so schwierig zu akzeptieren ist. Als erstes lassen Sie uns ansehen, wie Banken Geld erschaffen, losgelöst von der Frage, wo es eigentlich herkommt. Nehmen wir einmal an, eine Person kommt in die Stadt und hat 1000 Dollar in der Tasche. Glücklicherweise hat gerade eine brandneue Bank eröffnet, die noch keine Einlagen besitzt. Die 1000 Dollar werden in der Bank hinterlegt und nun hat die Person ein Guthaben von 1000 Dollar, das Bankkonto, und die Bank hat eine Schuld von 1000 Dollar in Gestalt eben dieses Kontos. Es gibt eine Vorschrift im Bankgewerbe, ein Bundesgesetz, das den Banken erlaubt, einen Teil des Geldes, das bei ihnen hinterlegt ist, an andere auszuleihen. Theoretisch dürfen Banken bis zu 90% der bei ihnen hinterlegten Gelder ausleihen. Wie wir aber später sehen werden, ist das tatsächliche Verhältnis näher bei 100 als bei 90%. Da die Banken nur einen Teil, eine Fraktion des hinterlegten Geldes als Reserve zurückbehalten müssen, lautet die Bezeichnung für diese Verfahrensweise Fractional Reserve Banking. Zurück zu unserem Beispiel. Wir haben also eine Bank mit 1000 Dollar hinterlegtem Geld. Banken verdienen aber kein Geld, indem sie darauf sitzen. Vielmehr machen sie ihr Geld damit, dass sie das Geld zu einem Zinssatz borgen und zu einem höheren Zins weiterverleihen. Da jede Bank bis zu 90% ausleihen kann, findet die Bank in unserem Beispiel eine Person, die sich genau 900 Dollar leihen will. Dieser Kreditnehmer gibt dieses Geld dann aus, indem er das Geld einer anderen Person gibt. Vielleicht sein Buchhalter, der seinerseits wiederum das Geld bei einer Bank hinterlegt. Nun kann es dieselbe Bank sein oder eine andere, aber das ändert in der Sache nichts. Mit dieser neuen Einlage hat die Bank nochmals 900 Dollar, mit denen sie arbeiten kann. Also findet sie jemanden, der 90% dieser Summe leihen will, das heißt 810 Dollar. Und so wird ein weiteres Darlehen gewährt, diesmal in Höhe von 810 Dollar, das ausgegeben und wieder in der Bank hinterlegt wird. Damit steht eine frische Einlage von 810 Dollar für einen Kredit zur Verfügung. Also leiht die Bank 90% von 810 Dollar oder 729 Dollar aus. So geht es weiter, bis wir letztlich feststellen, dass die ursprüngliche Einlage von 1000 Dollar zu einem Gesamtbetrag von 10.000 Dollar angeschwollen ist. Ist das alles echtes Geld? Darauf können Sie wetten, besonders dann, wenn es sich dabei um Ihr eigenes Bankkonto handelt. Aber wenn Sie genau hinschauen, erkennen Sie, dass wir hier eigentlich drei Dinge haben. Als erstes haben wir 1000 Dollar, die als Reserve in der Bank gehalten werden. Dann gibt es insgesamt 10.000 Dollar auf verschiedenen Bankkonten und schließlich 9.000 Dollar an neuen Schulden. Die ursprünglichen 1000 Dollar werden nun von der Bank vollständig als Reserve gehalten, aber jeder neue Dollar, die gesamten 9.000, entstanden durch ein Darlehen und sind durch eine Schuld in gleicher Höhe gedeckt. Wie geht's Ihrem Verstand? Wehrt er sich? Sie sind sicher schon darauf gekommen, dass die Bank nicht in der Lage wäre, die ganzen 10.000 Dollar auszubezahlen, falls alle Leute, die Geld in der Bank haben, gleichzeitig versuchen würden, es abzuheben, weil sie es schlicht und ergreifend nicht hat. Die Bank hätte eben nur die einen 1.000 Dollar als Reserve. Sie werden ebenfalls bemerken, dass dieser Mechanismus, der Geld aus den neuen Einlagen schafft, großartig funktioniert, solange kein Schuldner pleite geht. Wenn das passiert, dann wird es heikel. Aber das ist eine andere Geschichte, dazu kommen wir später. Für den Moment will ich, dass Sie verstehen, wie Geld durch Darlehen in die Welt kommt. Umgekehrt verschwindet Geld, wenn Darlehen zurückbezahlt werden.
So wird Geld erschaffen, und ich möchte Ihnen vorschlagen, es selber zu überprüfen. Sie können das bei der US-Notenbank tun, die ein handliches Comicbuch herausgegeben hat, dem ich dieses schöne Beispiel entnommen habe. Sie finden den Link auf unserer Webseite unter Essential Articles. Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass ich etwas sehr Wichtiges ausgelassen habe, und das sind die Zinsen. Wo kommt das Geld her, um all die Darlehenszinsen zu bezahlen? Wenn die Darlehen ohne Zinsen zurückgezahlt werden, dann können wir die ganze Transaktionsreihe rückgängig machen. Aber wenn wir einen Zins einrechnen, dann gibt es plötzlich nicht genug Geld, um alle Darlehen zurückzubezahlen. Offensichtlich fehlt hier ein ganzes Stück in der Geschichte. Wir müssen herausfinden, was es damit auf sich hat. Dabei werden wir auch das Rätsel auflösen, woher die ursprünglichen 1.000 Dollar kommen. Was ist also der Zweck von all dem? Warum haben wir diese Minuten damit verbracht, den Mechanismus der Geldentstehung zu studieren? Um die Bedeutung und die Auswirkung unserer enormen Schulden einzuschätzen, müssen Sie verstehen, wie diese Schulden entstanden sind. Das ist der eine Grund. Der wichtigere hängt mit den exponentiellen Grafiken zusammen, die wir in Kapitel 3 angeschaut haben. Aber an dieser Stelle sind wir noch nicht ganz. Fahren wir zunächst fort.